Nicht vergessen, jeden Tag um 14.30 Uhr gibt es ein neues Video auf dem Channel von Lars oder so. Aktiviert die Glocke und abonniert den Kanal. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Ja, Leute! What's up? Hallöchen, wir spielen Just Erase. Und zwar müssen wir hier wieder Sachen wegradieren. Zum Beispiel diesem Typen seinen riesengroßen Afro. Nichts leichter als das, meine Damen und Herren. Die letzte Folge ist ein kleines bisschen her, falls ihr sie nicht gesehen habt. Checkt die unbedingt aus. Und ansonsten, Leute, lasst wie immer ein Like auf dieses Video da. Was zum Teufel? Einen Like hier auf dem Video da. Meine Stimme ist gerade ein kleines bisschen zu hell gewesen. Oh yeah. So, meine Damen und Herren, ich hoffe, euch geht's gut, ja? Ich begrüße euch heute herzlich wieder back. Ich muss diesen Kopf hier erstmal wegradieren. Es tut mir leid. Wie zum Teufel können die so viel? Zack. Ja, yeah, jetzt sind alles nämlich richtige glatzige Eierköpfe. Genauso wie ich auch bald sein werde. Denn ich habe viel zu lange Haare. Was ist eigentlich schon wieder, Leute? Es gibt nichts dazu zu sagen, okay? Meine Haare sind perfekt, so wie sie sind. Hört auf, mich zu beleidigen. Wir machen weiter. So, wir haben hier, ja, irgendwie einen Diamantring, der 1 Milliarde kostet. Und hier sind so Leute, die da drauf zeigen. Das heißt, wenn wir den wegradieren, was passiert dann? Okay, das geht nicht. Oh, ich glaube, ich weiß, was wir machen können. Ich glaube, wir können hier einfach ein paar Nullen wegradieren und dann kostet das Ding nur noch $1. Der Marketingkönig, Leute. Sehr nice. Okay, so, wir haben hier zwei Typen, die sehen ziemlich gleich aus, aber der eine hat hier einen Popel. Das heißt also, wir können ihm den Popel hier wegmachen und dann, was noch? Oh ja, okay, dann das hier oben ist noch nicht richtig. Der trägt eine Uhr, die Uhr ist falsch. Ja, und das ist eigentlich schon so ziemlich alles. Meine Damen und Herren, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Wir gehen rein, haben hier einen Typen mit einem Crazy Afro. Und nein, das bin nicht ich, Leute, ja. Und wir müssen ein bisschen frisieren, okay? Gar kein Problem, hier ein bisschen zu frisieren. Passt mal auf, ich zeige euch ganz genau, wie das hier geht. Man geht einfach hin, nimmt seine Haare und radiert das ein kleines bisschen weg, okay? Das ist nämlich das Ding, was wir ja machen werden. Wir gehen einfach hin und machen ihm diese Frisur, wie ihr unten auf dem Bild sehen könnt. Hier unten auf dem Bild, ja. Er hat nämlich diese Zeitschrift in der Hand und ich glaube, so ungefähr sind dann deine Haare. Oh yeah, fetzig. Sieht so schlimm aus. Es sieht nicht gut aus, ganz so gar nicht gut. So, aber wir kommen jetzt hier ins nächste Level und haben hier ein Sägezahnblatt, Sägen, Fuchsschwanz. Die heißen Fuchsschwanz, richtig. Die heißen Fuchsschwanz und ich glaube, wir müssen hier einfach ein paar Sägezähne sozusagen mehr reinmachen. Bam! So ein Ding ist das. Und dann ist der Fuchsschwanz auch schon komplett einsatzbereit. Das Ding wird übrigens zum Sägen benutzt, wollte ich an der Stelle gesagt haben. Heißt aber einfach Fuchsschwanz. Irgendwie cool. Wir haben hier einen Typen. Okay, Leute? Der hat eine wirklich hässliche Frisur. Okay? Das müssen wir an der Stelle sagen. Nee, Spaß beiseite. Der hat eine coole Frisur. Ja, würde ich mir auch schneiden. Und seine Aufgabe ist es ganz einfach. Er sollte einfach nur einen Kreis zeichnen, aber was er gemacht hat, ist ein Viereck. Mein lieber Mann, wirklich. Ich frage mich wirklich, wieso zum Teufel kriegt er so eine einfache Aufgabe und schafft es nicht. So. Das ist doch wirklich das kleinste Problem hier gewesen, oder Leute? Und er kriegt dafür natürlich dann eine 1. So, okay. Hier haben wir einen Typen, der will irgendwie den Baum weghacken. Dann gehen wir hier hin und machen das hier einfach weg. Ja, das war das Ding. Perfekt. Es war nice. Super. Okay, als nächstes Level haben wir hier, das ist doch von Tweety, ne? Von der Serie von Tweety, Leute. Wer von euch kennt das noch? Das ist der Kater Silvester, heißt der. Egal, Spaß beiseite, Leute. Wir haben hier auf jeden Fall den Kater Silvester von Tweety. Mega, mega krass alte Serie. Und ich glaube, wir müssen das hier wegmachen, oder? Vielleicht die komplette hier so. Nee. Seine komplette Hand hiervon wegmachen. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Nee. Vielleicht einfach den Vogel wegmachen? Es könnte natürlich durchaus sein, dass wir einfach Tweety hier wegmachen. Ha, okay, schon schwer jetzt. Also hier hat er mir eben gesagt, ein bisschen mehr wegradieren. Hä? Hä? Was war denn das gerade? Was ist hier gerade passiert? Ich habe ja keine Ahnung. Oh, wir machen weiter. So, auch schon wieder eine Frisur. Ey, Leute, was ist heute hier für eine Frisurenfolge, Mann? Will mir das Spiel damit irgendwas sagen? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, das Spiel will mir damit sagen, dass ich auch mal meinen Afro schneiden sollte, Leute. Ich habe wirklich so eine richtige, ich habe so einen richtigen Bausch auf dem Kopf einfach. Schon sehr, sehr Afro-ähnlich. Aber Afro ist noch viel cooler. So.
Jawohl, da ist es. Die nice Dauerwelle. Oh yeah. So, ein Bildhauer möchte ein Bild hauen, ja? Und dazu hat er hier schon mal einen Eisenblock, einen Steinblock hingestellt. Und diesen Steinblock müssen wir jetzt nur noch in einer wundervollen Form formieren. Aber ich glaube, ich habe das schon ein bisschen falsch gemacht. Ich glaube, das ist nicht richtig. Aber wir machen es mal kurz. Zack. Bisschen zu viel, ne? Dann pass auf, dann gehen wir jetzt hier hin, machen einfach nur diese Seite weg. Einmal ganz vorsichtig. Dann diese Seite hier nochmal. Ganz vorsichtig natürlich. Alles immer vorsichtig, Leute. Ganz vorsichtig. Ha! 20.000 Euro! Wow! Für so ein... Für eine Pyramide aus Stein. Die werde ich kaufen! Okay, hier ist eine Bombe. Die zählt einfach runter und wir müssen jetzt hier irgendwie wahrscheinlich die Drähte wegradieren. Keine Ahnung. Nee. Vielleicht hier einfach die Zahlen wegradieren, dann kann gar nichts passieren, oder? Blauer Draht? Ist es der blaue Draht vielleicht? Vielleicht ist es der rote Draht. Es ist immer der rote Draht, Leute. Weil rot steht für Gefahr. Ha, es ist der rote Draht. Oh mein Gott. What? Wir haben das Spiel durchgespielt? Was? Alter, wie cool. Dann können wir jetzt nochmal hier ein bisschen Just Draw malen zum Schluss, Leute. Mega nice, mega nice. Okay, hier sitzt dieser Typ, der guckt gerade eine romantische Serie und der möchte aber viel, viel lieber Fußball gucken, so wie es aussieht. Und vielleicht malen wir ihm hier einfach eine riesen Fernbedienung hin. Irgendwie noch eine, keine Ahnung, ausgemalte Fernbedienung oder sowas, was weiß ich. Ha! Da ist es, Leute. Okay, wir müssen die Sachen auch ausmalen. Es reicht nicht, wenn wir es nur malen. Okay, nächstes Level. So, dann kommt hier 3, 2, 1, 3, 2, 1. Und hier kommt der rote Knopf, den wir hier malen müssen, so wie es aussieht. Zack. Größer? Willst du den größer haben? Noch größer. Was ist das für ein Riesenknopf? Das ist ja übel das Riesenteil. Was zum Teufel? Hier ist ein Fisch. So, guck mal. Bup, bup, bup. Der kleine Fisch. So, da ist der kleine Fisch hier unten. Der kleine Fisch, ein bisschen Fisch machen. Fisch, Fisch. So, sehr schön. Hier ist ein Typ, der braucht auf jeden Fall eine Taucherbrille. Sieht irgendwie voll nice aus. Voll fancy. Oh ja, vielleicht machen wir so. Ihm so einen Schnorchel. So. Ja, was? Was ist das? Dieses Spiel ist so dumm. Dieses Spiel ist so dumm. Dieses Spiel ist so dumm. Was habe ich ihm jetzt hier gemalt, Mann? Er sieht einfach aus wie ein Affe oder sowas mit einem Strohhalm oder mit einer Banane, mit einer roten. Das ist E.T. Er möchte nach Hause telefonieren. Was könnte das nochmal gewesen sein? E.T. will nach Hause telefonieren, aber... Und da fahren die dann so Fahrrad? Puh. Okay, es ist nicht das Fahrrad. Ist es ein UFO, welches ihn abholt? Es war das UFO, was ihn abgeholt hat. Wer soll da drauf kommen? Wer soll da drauf kommen? Hier ist... Hier ist ein Teufel, der irgendwie mit einer Gabel da steht. Und was ist mit dem? Was soll da sein? Sollen wir ihm hier vielleicht auch Hörner malen? Vielleicht ein Engel? Vielleicht ein Engel. Kein Engel, nee. Weint er? Nee, er weint auch nicht. Was ist das? Das ist so kompliziert. Was soll das sein? Okay, was könnte es sein? Es ist auf jeden Fall kein Heiligenschein. Er weint auch nicht. Muss er lachen irgendwie? Nee, auch nicht richtig. Vielleicht braucht er ein T-Shirt von Nike. Kann natürlich auch sein. Oder wir malen ihm einfach einen Engel hier mit dazu. Vielleicht ein bisschen hübscher, vielleicht näher. Okay, vielleicht auf seiner Schulter sitzend. Okay, so. So, vielleicht malen wir ihn einfach nicht so dünn, den Engel. Vielleicht ein bisschen dicker. Es ist so lost. Es ist so lost. Es ist so lost. Egal, Leute. Wir bleiben hier stehen, okay? Lasst ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Wir haben einfach das Just Erase einfach durchgespielt. Das ist auf jeden Fall schon ein Like wert. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, Leute. Ciao.